Das ist unser Ausblick auf die vorösterliche Börsenwoche Nummer 12, die ja vom 21. bis zum 24. März 2016 läuft. Und Sie haben richtig mitgezählt, das sind nur 4 Handelstage. Und das liegt natürlich daran, dass am Karfreitag die Börsen in Europa und übrigens auch in den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossen bleiben. So können wir jetzt aber die wichtigsten Konjunkturdaten betrachten für 4 Handelstage. Wir beginnen natürlich mit dem Montag und da gibt es zunächst unter anderem Daten vom US-amerikanischen Immobilienmarkt. Hier zunächst um 15 Uhr den Verkauf bestehender Häuser im Monat Februar. Dann haben wir am Dienstag um 9.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also für die Industrie in Deutschland im Programm. Um 10 Uhr gibt es den IFO-Geschäftsklima-Index für den Monat März und eine Stunde später um 11 Uhr den Index der Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW. Am Mittwoch um 15 Uhr nochmal Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt. Hier die Anzahl der Neubauverkäufe im Monat Februar und am Donnerstag um 8 Uhr gibt es dann noch den GfK-Konsumklimaindex für den Monat April. Am Donnerstag um 13.30 Uhr der Auftragseingang für langlebige Güter ist dann wahrscheinlich der letzte wichtige Konjunkturindex oder Bericht für diese Börsenwoche, in der es möglicherweise dann, je näher es zu Ostern hinläuft, dann auch etwas ruhiger zugehen mag. Aber die große Frage ist natürlich nach wie vor hier auch am Börsenparkett vorhanden. Wird es der DAX schaffen können, die Marke von 10.000 Punkten zu überwinden oder prallt er wieder an dieser Marke nach unten ab? Insofern ist natürlich auch in den kommenden Handelstagen für große Spannung gesorgt.